In der Tat, die Arbeitsgruppe Kommunales und ländlicher Raum, die haben sich hier vor einer guten Stunde schon geäußert und wir wollen Ihnen diese Ergebnisse, diese Stellungnahme auch noch mal zeigen. Es beginnt der Landesvorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek. Wir haben den Durchbruch auf drei großen politischen Baustellen erreicht. Insofern ist die sich abzeichnende Große Koalition für den kommunalpolitischen Bereich wirklich groß. Wir haben vereinbart, dass künftig auch im Verhältnis zwischen Bund und Kommunen gelten soll, wer bestellt, bezahlt. Also das, was Sie als Konnexitätsprinzip kennen, soll auch im Verhältnis Bund zu Kommunen gelten. Das ist so etwas wie ein nationaler Kommunal-TÜV. Das ist ein großer Erfolg der kommunalen Familie. Eine zweite Baustelle ist bereinigt worden nach vielen Jahrzehnten. Wir haben uns darauf verständigt, die Grundsteuer zu modernisieren. Künftig soll es mit einer Grundsteuer C möglich sein, zusätzlich Bauland zu mobilisieren, weil nicht genutzte Grundstücke anders besteuert werden können. Und die dritte Großbaustelle, die wir bereinigt haben im Vorfeld einer möglichen Großen Koalition, ist das Stichwort Förderkulisse. Künftig wird nicht mehr nach Himmelsrichtung oder geografischen Daten gefördert, sondern wir wollen aufbauen ein Fördersystem, was sich ausschließlich an der Strukturschwäche orientiert, was bedarfsgerecht ist. Und um dieses Ziel der gemeinsamen gleichen Lebensverhältnisse zu erreichen, wird eine Kommission eingesetzt mit einem klaren Arbeitsauftrag. Teilbestand dieses Arbeitsauftrages ist auch die Fragestellung, wie kann das drängende Überschuldungsproblem notleidender Städte gelöst werden. Es bleibt dabei, dass die Länder zuständig und verantwortlich sind für ihre Kommunen, aber der Bund wird sich über diese Kommission in die Problemlösung einschalten. Also, Sie sehen mich gut gelaunt und optimistisch. Wenn alles so reibungslos liefe wie im Bereich Kommunales, wären wir noch ein Stückchen weiter. Herr Ministerpräsident, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Groschek. Lieber Herr Grebel, herzlichen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Tagen und Wochen. Ich glaube, dass wir mit unserem Paket durchaus etwas Hochattraktives einbringen könnten in einen Koalitionsvertrag und in eine Koalition auf Bundesebene. Das macht sich an den Dingen fest, die Herr Groschek gerade benannt hat. Ich möchte es noch ergänzen um den großen Komplex Angleichung der Lebensverhältnisse. Das zog sich ja immer wieder auch durch alle Themenfelder hindurch. Es geht also um die Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land, zwischen strukturschwachen und Ballungsräumen, aber auch zwischen Ost und West. Aber das Entscheidende ist, es soll von der Förderkulisse her keine Förderung mehr nach Himmelsrichtung geben, sondern an Indikatoren festgemacht, müssen die Förderprogramme so zukunftsfähig gemacht werden, dass sie Wirkung entfalten, sowohl in den Bereichen der Kommunen als auch im ländlichen Raum, der demografischen Herausforderungen ausgesetzt fühlt, sich fühlt. Die andere Sache, die für uns auch wichtig ist, wir haben aus unserer Gruppe heraus viele andere Arbeitsgruppen mit weiteren Aufgaben versehen, beziehungsweise auch mit fachlicher Beschäftigung. Denn die Dinge der Ganztagsbetreuung in den Grundschulstrukturen, im Kita-Bereich, der Breitbanderschließung generell der Schulen, aber auch der Kommunen, sozialer Wohnungsbau, sozialer Arbeitsmarkt in den Kommunen, dort leben die Langzeitarbeitslosen, aber auch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die regionalen Strukturpolitik Ansätze, die wir gerade in den Bereichen benötigen, wo zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kohle in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Veränderungen zu erwarten sind. Generell auch Strukturhilfen für den ländlichen Raum und die Fortsetzung der kommunalen Programme, einschließlich auch derjenigen Programme, die für die Flüchtlingsintegration erforderlich sind und die jetzt ausgelaufen wären und deren Prolongation wir unbedingt auch gefordert haben. All das ergibt insgesamt ein Themenfeld, das sich in den entsprechenden Kapiteln auch wiederfindet. Und in der Summe rund 75% des gesamten Budgets, was zusätzlich zur Verfügung steht, ausmacht.
Das heißt, 45 Milliarden Euro sind im Gesamtpaket ja auch zur Zuordnung als Aufgabe uns übertragen worden. Und wenn davon rund 33 Milliarden über die genannten Themenfelder im kommunalen Bereich ankommt, dann ist das für uns ein riesiger Erfolg und auch ein wirklicher Quantensprung auch für die Kommunen. Lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung machen. Wir haben auch bewusst bei uns das Kapitel Ehrenamt und Ehrenamtsförderung mit bearbeitet. Da gibt es auch Querverweise in den Komplex Familie hinein. Aber wir haben das bei uns gebündelt, auch vor dem Hintergrund, dass sich gerade diese existenzielle Struktur für unsere Gesellschaft auch zukunftsfähig gestalten muss. Es wird eine Ehrenamtsstiftung geben und es wird eine ganze Reihe von auch gesetzlichen Regelungen geben, Vereinbarkeit von Arbeit und Ehrenamt und Ähnliches, sodass also auch für die Zukunft die Entwicklung des Ehrenamtes sichergestellt wird und auch wertgeschätzt wird. Das ist, denke ich, auch ein großer Erfolg und umfasst einen nicht unwesentlichen Teil unseres Kapitels. Herr Grübel. Ja, auch ich kann aus Sicht der CSU sagen, dass wir eine sehr konstruktive und kooperative Arbeitsgruppe hatten mit unserer Aufgabestellung. Diese Arbeitsgruppe hat sich zusammengesetzt aus kommunal erfahrenen Praktikern, die wissen, wie das Leben vor Ort in den Kommunen stattfindet, ob das in den Städten ist oder ob das im ländlichen Raum ist. Gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist ein großes Wort und eine noch größere Aufgabe. Es geht nicht darum, alles gleich zu machen, sondern die Qualität des Lebens, die Versorgungsstruktur ganzheitlich zu denken im Land und damit auch in gewisser Weise die Chancen gleich zu steuern und zu gestalten. Im Fokus stand auch die Wechselwirkung zwischen den Städten und den Ballungsräumen und dem sogenannten ländlichen Raum. Wir müssen immer vor Augen haben, dass nur eine Entwicklung, die ganzheitlich gedacht ist, dazu führt, dass wir Belastungssymptome, wie wir sie zum Beispiel im Augenblick insbesondere in den Städten spüren und in den Ballungsräumen durch Engpässe bei der Wohnraumversorgung zum Beispiel, nur dann lösen können, wenn wir den ländlichen Raum mitdenken und die Bedürfnisse. Und deswegen ist unsere Aufgabenstellung darauf gerichtet, diese Wechselbeziehung in politische Gestaltung zu bringen und auch in Programme zu bringen. Das ist etwas, mit dem sich die Kommission befassen wird. Es geht zum Beispiel um Dezentralisierungsstrategien, dass man auch notwendige Versorgungen in ländliche Strukturen bringt, um bestimmte Belastungen, die in Ballungsräumen und Großstädten vorhanden sind, von dort wegzubekommen und die gleichmäßige Entwicklung des Landes bewerkstelligen zu können. Da geht es auf der einen Seite natürlich um viel Geld. Und das ist dasjenige, was Herr Kollege Haseloff auch schon angesprochen hat. Die kommunale Thematik ist eine Querschnittsthematik, die sich in allen Lebensbereichen zeigt. Und deswegen werden Sie immer wieder kommunale Elemente auch bei anderen Arbeitsgruppen antreffen. Wichtig ist, dass es so umgesetzt wird, dass wir diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse vor Augen haben. Unser Fokus richtet sich dabei auf Strukturschwächen. Das bedeutet nicht, dass das Hauptaugenmerk und der Schwerpunkt notwendigerweise nur dort stattfindet, wo wir im Vergleich zu anderen besonders große Hilfsbedürftigkeit haben, sondern es geht darum, gleichförmig zu schauen, wo Strukturschwächen vorhanden sind, ob sie stärker oder schwächer sein mögen, und diesen Strukturschwächen zur Abhilfe zu verschaffen. Ein zweiter großer Erfolg, das möchte ich auch als Erfolg bezeichnen, das eine ist eine große Aufgabe, für die wir Struktur gewonnen haben, und ein großer Erfolg ist, dass wir die finanzielle Grundausstattung der Kommunen sicherstellen können durch die Fortführung der Programme für Aufgaben, die uns vor Ort in Städten und auch im ländlichen Raum besonders herausfordern. Wir haben die Fortführung sämtlicher Programme, die mit Flucht, Zuwanderung und Integration zu tun haben, damit wir auf kommunaler Ebene neben der Aufgabe, die ohnehin schon schwer genug ist, noch nicht zusätzlich noch belastet werden durch finanzielle Herausforderungen, die damit verbunden sind. Aber es geht nicht nur darum, auch die Mittel der Städtebauförderung werden erweitert und verlängert, verstetigt.
Sie werden auch in dem vorbeschriebenen Gedanken zum Einsatz gebracht, dass es eben nicht nur um Städte und um ländlichen Raum, sondern auch um die Wechselwirkungen geht. Wir haben klare Aussagen getroffen zur Fortexistenz des kommunalen Steuerquerverbundes, der es uns gewährleistet, dass wir zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr vor Ort auch zuverlässig aufrechterhalten können und vieles mehr. Viele für die Existenz der Kommunen und für die gedeihliche Entwicklung der Kommunen wichtige Grundlagen haben wir festgelegt und können aus kommunaler Sicht ganz sicherlich darauf blicken, dass wir damit auch die Grundlage haben, uns gut weiterentwickeln zu können. Jetzt kommt es noch sehr darauf an, dass wir in einem anderen Bereich, der aber noch gesondert berichtet werden wird, nämlich in der Frage der Wohnraumversorgung, noch gute Ergebnisse bekommen. Daran wird noch gearbeitet, aber auch da bin ich zuversichtlich, dass wir gute Lösungen hinbekommen. Es geht darum, dass wir mit der Bautätigkeit vorankommen, das Thema Wohnraumoffensive, dass wir Spannungen, die wir im Mietmarkt haben, bewältigen können miteinander. Das sind die zwei großen und zentralen Themen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir die Instrumente bekommen, um neue Projekte, Bauvorhaben entwickeln und umsetzen zu können. Also was ganz wichtig ist und was in mehreren Kapiteln dokumentiert ist, auch in unserem Kommunalkapitel, wir brauchen eine Flexibilisierung des Bau- und Planungsrechts. Das Korsett muss geweitet werden. Wir dürfen nicht ersticken in dem Planungsdschungel, den wir selbst aufgeforstet haben. Hier brauchen wir Luft und Lichte, Lichtungen, und wir hoffen sehr, dass das ein gemeinsames Ergebnis sein wird. Wir hatten dieses Thema bei uns in der Sondierungsgruppe noch mit drin und haben das dann, wie gesagt, bewusst aus den technischen Gründen an diese Sonderarbeitsgruppe gegeben. Ziel muss es sein, dass fehlende 1,5 Millionen Wohnungen in dieser Legislaturperiode gebaut werden. Und das kann nur eine Kombination aus sozialem Wohnungsbau sein, den wir bewusst auch prolongieren, denn ursprünglich war da zu politisch eine andere Entscheidung getroffen worden. Und der private Bereich muss ausreichend angereizt werden, dass wir dann diese 1,5 Millionen fehlenden Wohnungen wirklich am Markt vorfinden, und zwar bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen geht es auch um die Dinge, die letztendlich auch mit dem Baukindergeld zusammenhängt. Das heißt, wir brauchen auch ein Instrument, um junge Familien, die in der Familienplanung sind, in die Lage zu versetzen, entsprechend auch Wohnraum für sich zu schaffen. Und das ist sozusagen gerade jetzt im Hintergrund in der Bearbeitung. Und ich glaube, da finden wir auch eine Lösung.